Genau, ich bin Angela de Klerk aus Amsterdam und ich freue mich sehr, dass ich hier ausstellen darf in das schöne Schloss hier in Wien. Und die Arbeiten, das ist oft Barocke inspiriert oder die Renaissance und mit einem modernen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich bin nicht so gut in mein Deutsch. Ja, dann bin ich ja darauf inspiriert. Das sind holländische Modelle, Fotomodelle von Freundinnen von mir, das sind Tochter oder weiß ich viel, Bekannte davon. Und dann gehe ich sehr oft auf die Flohmarkt herum, da suche ich meine Kleidung für meine Modelle, so dass ich die Sphäre bekomme. Und ich brauche das Rembrandtlicht, das Dunkle. Das gefällt mir sehr und das will ich so ausdrücken. So ungefähr in die Sphäre von 1700, 1600. Mhm. Ja. Und die Mole stehen gerade. Bitte? Die Krage. Ich weiß nicht, wie heißt das in Deutsch? Weiß ich nicht. Aber. Halskrause. Halskrause, glaube ich. Halskrause, ja. Aber es, ja, das, da arbeite ich auch sehr viel mit. Mhm. Und dann brauche ich wohl was Modernes dazu. Von dieser Zeit. Ja. Ja. Sehr schön. Ich habe auch öfter brauche ich Spitze vorwärts wie hier. Mhm. Und eine Puppe, sowas finde ich auch toll für dazu. Oder von die Waschmaschine benutze ich Unterteile. Was ist das? Von der Waschmaschine, dahinter. Ich habe eine Ausstellung mit sehr oft mit Spitze. Da habe ich eine Ausstellung von gemacht, eine Serie gemacht. Ja. Und ich habe öfters Serien mit Pelze. Das ist auch. Da habe ich auch viele Bilder von. Ja. Und dahinter habe ich eine Puppe stehen. Ja. Die habe ich dann auch alles mit Pelze gemacht. Okay. Und da sind auch Bilder dabei, die dazugehören. Okay. Und hier habe ich eine Operasängerin aus Holland. Janine Kitzen, sehr gut bekannt in Niederland. Mhm. Und hier haben wir die Geschwister de Valk aus Niederland. Das sind feste Modelle von mir. Mhm. Und die habe ich auch hier in klein. Ja. Ja. Und hier habe ich die, was ich gerade erzählte mit den Pelzen, ja. Die gehört auch dazu. Meine Ausbildung habe ich in die Niederlande gemacht, in Den Haag. Da habe ich die Akademie gemacht. Und ich habe noch in Belgien, in Maasmechelen, auch noch eine Ausbildung, Fotografie gemacht. Und ganz früher habe ich als Studiofotograf in Aachen gearbeitet. Das war mein Beruf. Und danach bin ich 30 Jahre habe ich gemalt. Und die letzten 3 Jahre erst habe ich das Fotografie wieder aufgenommen und habe ich das als Kunst präsentiere ich das. Was ich jetzt mache, ist, das ist
Ja, ist so richtig von den letzten 3 Jahren. Wie kann man dich kontaktieren? Hast du eine Webseite? Ich habe eine Webseite, die ist wohl noch nicht so neu. Da steht noch was Älteres auf, aber das ist www.orlog.org.